Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Dream Land für den Gameboy. In der letzten Folge haben wir die ersten 4 Stages durchgespielt, weil wir so unheimlich gut sind und gehen jetzt weiter und kriegen den Stern nicht, weil wir dämlich sind und pink. Yay! Weiß-grau. Und Kirby tanzt wieder für uns hin und her und im Kreis und zeigt nach oben. Und jetzt kommt Mountain Durara. Nein. Es müsste eigentlich eher Castle die sein, oder? Also folgendes. Castle Mount Berg läuft folgendermaßen ab. Wir haben hier 4 Türen und King in der Mitte. Und im Grunde spielen wir jetzt nochmal alles von Fortnite. Wir bekommen jetzt Level, die den Endgegnern, die auf den Bildern abgebildet sind, entsprechen, müssen am Ende den Kirby einsammeln, der alle Gegner zerstört, gehen ins Inn und kommen dann, oh Wunder, nochmal hier hin. Diesmal ändert sich die Musik nicht und diesmal müssten auch, glaube ich, die Stachel Klops, Dinger, Bummer, da, Dingens, Bummens, da von oben runterfallen. Oder, wir machen Speedrun. Komm, geh weiter. Nein, weiter geht's ins Level Nummer 2, in dieses, Schloss. Geh weg. Ha! In dieses Schlosslevel, was wir so lieben. Guck mal, der Geist sieht aus wie eine Wolke aus dem Hintergrund. Und das ging ja relativ schnell. Auf zum EG. Zum Erdgeschoss. Nein, zum Endgegner. Oder zum Endboss, zum EB. Aua! Das war jetzt aber... nein! Das war dumm, irgendwie. Wo bist du? Da oben bist du... Aha. Komm runter. Und so. Nein, ich will den Ofen. Was ist das eigentlich? Ist das ein Ofen? Ich hab immer gedacht, das wäre ein Ofen. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Eine Schatztruhe? Ist es ein Ofen? Fertig. Es ist Kirby. Kirby mag Essen und deshalb ist es ein Ofen. Level Nummer 3. Also Stage 3. Die Floating Islands? Hieß es so? Ich weiß es nicht mehr, ich habe so ein brillantes Gedächtnis. Autsch. Ja. Nein. Ich glaube, sämtliche Stacheln, die wir berühren, ziehen uns gleich viel Leben ab. Also entsprechend 3 oder 2. Ha, mein Lieblingsboss, bei dem ich bis jetzt den meisten Schaden genommen habe. Einfach weil... Ausweichen und so und meine epischen Dodging-Skills nicht vorhanden sind. Erst gleich kommt wieder das, genau. Das war jetzt aber nicht fair. Egal. Auf zum Boss Numero 3. Gehen wir die Sache langsam an. Und gehen. Ja gut, da wäre ich. Eigentlich nicht, hätte ich eigentlich nicht ausweichen können. Ist ja auch egal. Ich wurde eigentlich voll von dem Ding getroffen. Yay! Na gut, aber so schwer ist er eigentlich nicht, wenn man in der Ecke stehen bleibt und wartet, dass er so einen Gegner ausspuckt und dann... Ui, wutschen! Genau. Es sei denn, man ist so blöd und macht sowas. Und darf den ganzen Scheiß dann nochmal machen. Ui! Autsch. Ui! Autsch. Au. Das war gut. Ich weiß gar nicht, ob man so in den eigenen Kirby reinspringen muss, wie man, na, komm, was machst du? Genau. Ausweichen? Wegrennen? Jetzt kommen wieder diese komischen Nüsse oder Zitronen, mit denen der schießt. Jetzt können wir ihn treffen. Und jetzt können wir ihn treffen. Und jetzt können wir ihn treffen. Und jetzt können wir ihn treffen und nein,
Ich mache eine Folge, wo ich nur sage, und jetzt können wir ihn treffen. Jetzt können wir ihn leihen. Und dann dürfte es eigentlich nach diesem Wattel irgendwas gewesen sein. Schön. Wir haben 209.000 Punkte und noch was. Und jetzt? Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Am besten in die Mitte natürlich. Zu König DDD, bei dem ich früher nie wusste, wie man ihn besiegt. Was aber voll anspruchsvoll ist, wie man gerade sieht. Er rennt auf einen zu und fliegt aufs Maul und guckt einen an und springt in die Luft, kommt auf und verteilt dann Sternchen, die man aufsaugen muss und auf ihn draufknallen muss, schießen muss. Didel-du, didel-didel-dudel, didel-didel-didel. Mit dem Hammer geht das übrigens auch, da kommt dann auch ein Sternchen raus. Jetzt saugt er, nein, er legt sich wieder lang. Sauge auf! Ha! Da haben wir viele Leben. Ich weiß gar nicht, was ist König... König DDDI oder DDD oder King DDD oder König DDD. Was ist das eigentlich für... Ist das ein Frosch? Aua! Hui! Ich habe keine Ahnung, was das ist. Fragt mich nicht. Hau zu! Du bist doch ein Arsch. Aber 4 Leben hat er nur noch. Hau zu. 3 Leben. 2 Leben. Aber einen Vorteil hat dieser Gegner. Im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Kirby-Spielen. Er hat nur eine Phase. Das war's. Ich bin fertig mit dem Spiel. Auf leicht. Also auf normaler Schwierigkeitsstufe. Und jetzt kriegen wir, ich glaube, 5 Kirbys. Oder auch wieder nur 3? Ach nein, stimmt. Jetzt wird... Genau. Guckt euch einfach an. Ich bin leise. Auch wenn da nichts sonst passiert. Ein Kirby-Luftballon. Oh, es ist so dick und flauschig. Essen. Ja, wir fliegen mit König DDDs Schloss weg. Und gucken uns jetzt die epischen Credits an. Ja, ich lese mir da die ganzen Namen vor. Direktor Chief Designer Masasuke Sakurai. Chief Programmer Kyohei Miyabi. Programmer Sunday Rain. Der Sonntagsregen hat es programmiert. GDV Programmer Mami Preko. GDV Programmer Nummer 2 Tetsuya Motoya. Der Designer vom ganzen Mogami Kurant. Soundcomposer, der Soundmacher da, Jun Ishikawa. Speziellen Dank an Babi. Und an Cypher. Und der Supervisor ist Buu Nakajima. Der Producer ist Makoto Kanai, der das alles produziert. Ja, natürlich. Und so viele Spieler, die nicht namentlich genannt werden. Kirby Streamland presented by Hallo Laboratory Inc. und Nintendo. Thank you for playing. Ja, ich bedanke mich auch fürs Erstellen von dem Spiel, weil ich nicht was zu tun habe. Und da platzt er. Aber die Sterne fangen das Schloss auf und natürlich nicht Kirby. Und Essen regnet vom Himmel. Kirby sagt uns Bye-Bye, hat keinen Bock mehr auf uns. Er sagt kauft, kauft. Nein, natürlich nicht. Und die anderen kleinen Kirbys gratulieren. Und da kommt King Dedede vom Himmel runtergeflogen. Und ist etwas konfusiziert. Und schielt. Und ist stinkig, weil er verloren hat. Ja, extra Spiel. Drücke A. Drücke oben A und Select. Auf dem Hauptbildschirm Dingens, um ein neues Adventure zu starten. Ja, das würde ich jetzt gerne machen, aber er geht nicht weiter. Und ich muss mir meine Nase putzen. Wo ist denn mein Dingens hin? Meine Taschentücher. Viel Erfolg wünscht es mir. Ja, ich putze mir jetzt die Nase in einem Let's Play. Sehr lecker. Aber... Schnupfen und so, und das kann man auch nicht verhindern. So, geht das jetzt auch weg oder muss ich meinen Gameboy resetten, also meinen Emulator? Ja, komm, ich reset ihn. Reset! Unten links Reset, ihr seht's, was musste ich jetzt drücken?
Verdammt, ich weiß nicht, welche Taste A war. Ich glaube, also hoch, select und A. A. Ah, extra Game. 5 Minuten haben wir noch. Greens, Stage 1. Yay, nochmal. Ah! Okay, es ist schwerer. Und Hühnchen fliegen Hähne. Ah! Ich verliere gerade so. Oh mein Gott, was ist das? Bis auf hässlich. Egal. Kuchen! Und Viecher aus Zelda? Aber wir kommen doch bis jetzt relativ gut durch. Nicht. Oh, der Stern. Weiter geht's. Oh, ich erinnere mich, was jetzt kommt. Jetzt kommt ein Miniboss. Und Minibosse auf dem Schwierigkeitsgrad könnten sogar eventuell. Genau, jetzt kommt er gleich rüber. Hallo? Du doofes. Komm, mach. Aua. Wie soll das funktionieren? Haha. Es kommt der Apfelmann. Der Apfellieferantmann. Ja, ich weiß, 8-Bit-Grafik ist ein bisschen klein. Was soll denn dieses schwarze Ding darstellen? Sind das Zähne? Mit einem runtergezogenen Mundwinkel? Keine Ahnung, ist ja auch egal. So viel Rotz und Mist auf einem Bildschirm ist doch echt voll für den Arsch. Wir haben, glaube ich, nicht mal die Hälfte des Levels durchgespielt. Geh weg von mir. Jetzt kommt schon noch. Ja, genau. Dicke. Okay, hier rechts käme also nichts mehr. Hätten wir also vorhin auch nicht hingehen brauchen. Was war denn hier vorher? Ich glaube, Waddle Dees oder wie die heißen. Die kleinen mit dem nicht so kaputten Auge. Was macht der Hahn? Der Hahn fliegt im Kreis. Okay. Und da müsste immer noch unser volles Leben drin sein. Volle Energie. Lalalala. Ja. Ich hahn dich auch durch. Aber Moment. Man wird doch hier nicht umsonst hingehen können. Hier wird doch bestimmt irgendwo. Doch nicht. Ist ja auch egal. Ich hoffe, mein Mauszeiger war jetzt nicht die ganze Zeit im Bild. Das wäre jetzt doof. Ui, Endgegner. Jetzt kommen die Stacheldinger. Ja. Das war doof. Genau, jetzt kommen diese Stachelknupsis. Um das Ganze schwerer zu machen. Das war doof. Oh, ich verreck beim ersten Boss. Ma. Geh weg. Genau, jetzt kann ich hier unten warten. Apfel. Apfel! Na, nö, 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 nö. Seriously? Nochmal. Hui. Ich will den damit töten. Ich will ihm ins Gesicht pusten und ihn töten. Was mit Äpfeln funktioniert, muss doch auch mit Puste funktionieren. Na, warum wird er jetzt nicht von dem Apfel getroffen? Ach stimmt, der Apfel verwandelt sich ja in einen Stern, wenn wir ihn aufessen. Ich will auch, dass die Äpfel, die ich aufesse, zu Sternen werden. Das wäre voll cool. So, jetzt aber. Tot. Und. Wunderschön. Ach, verdammt. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ja. Kirby tanzt für uns. Und jetzt geht wieder nach Castle. Trollo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 l